Übertragen wir die Vorstellung von dem Element auf den gesamten Traum, können wir drei Regeln der Traumdeutung festhalten. Man kümmert sich nicht um das, was der Traum zu besagen scheint. Man beschränkt die Arbeit darauf, die Ersatzvorstellungen an jedem Element zu wecken, ohne darüber nachzudenken, ob sie passend sind. Работу нужно ограничивать тем, что каждому элементу вызывает замещающее представление, не задумываясь о том, содержит ли оно что-то подходящее. Man warte ab, bis sich das Verborgene, Besuchte, Unbewusste von selbst einstellt, wie bei dem Wort Monaco. Нужно выжидать, пока скрытое, искомое, бессознательное возникнет само, точно так же, как забытое слово Монако в описанном примере. Versucht man dies, so stellt man fest, dass sich etwas der Arbeit entgegensetzt. Bei einem Einfall sagt man, nein, das passt nicht. Das gehört nicht hierher. Das ist unsinnig oder nebensächlich. Man darf dem nicht nachgeben. Am besten dadurch, dass man als unverbrüchliche Regel angibt, man dürfe keinen Einfall von den Mitteilungen ausschließen. Auch wenn er erstens zu unwichtig, zweitens zu unsinnig, drittens nicht hierher gehöre oder viertens zu peinlich ist. Wir stoßen regelmäßig auf Widerstand, wenn wir vom Ersatz, den das Traumelement selbst bedeutet, zu seinem versteckten Unbewussten vordringen wollen. Jetzt wäre es an der Zeit, einen Traum herauszunehmen und unsere Technik an ihm zu versuchen. Anstatt die Deutung ganzer Träume in Angriff zu nehmen, wollen wir uns jetzt auf einzelne Traumelemente beschränken. Eine Dame erzählt, sie habe als Kind oft geträumt, der liebe Gott habe einen spitzen Papierhut auf dem Kopf. Одна дама рассказывает, что ребенком очень часто видела сон, будто у Бога на голове остроконечный бумажный колпак. Wie wollen wir das ohne Hilfe der Träumerin verstehen? Как вы это поймете, не прибегнув к помощи видевшей сон? Es ist ja nicht mehr unsinnig, wenn uns die Dame berichtet, dass man ihr als Kind bei Tische einen solchen Hut aufzusetzen pflegte, weil sie es nicht unterlassen konnte, auf den Teller der Geschwister zu schielen, ob eines von ihnen mehr bekommen habe als sie. Все это перестает быть бессмыслицей, когда дама сообщает, что ей ребенку за столом имели обыкновение надевать такой колпак, потому что она не могла отвыкнуть от того, чтобы не коситься в тарелке братьев и сестер и не смотреть, не получил ли кто-нибудь из них больше. Die Deutung fällt nun nicht mehr schwer. Толкование легко осуществляется. Wenn die Träumerin erzählt, da ich gehört habe, dass der liebe Gott sei allwissend und sehe alles, so kann der Traum nur bedeuten, dass ich alles weiß und alles sehe, wie der liebe Gott, auch wenn man mich daran hindern will. Dieser Traum ist sicher zu einfach.